Könnt ihr euch noch an den Typen aus dem Dithmarschen erinnern? Na so, was war denn mit dem? Das war echt einer, der das Licht mit dem Hammer ausmacht. Ich fand den ganz helle. Also, der hat sich vorgestellt, noch beim alten Chef. Und der hatte immer so hochintelligente Testfragen. Nennen Sie mir 5 Tiere, die in Afrika leben, fragt der Alte. Und was sagt Gottfried? 3 Zebras und 2 Löwen. Quatsch, 2 Zebras und 3 Löwen, hat er gesagt. Mann, ist doch für die Story ganz egal. Ha, ha, ha. Darf man helfen? Danke, bin alleine reingekommen, komm auch alleine wieder raus. Du musst dich aber umziehen, Kleines, es geht doch gleich los. Ich warte, bis ihr alle draußen seid, okay? Oh hey, trägst du französische Unterwäsche? Würdest du wohl gerne wissen, was? Aber ja. Also, ich weiß auch noch ein tolles Ding. Ein Student will einen Job in einem Zoo. Hätten Sie Lust, für unseren verstorbenen Gorilla einzuspringen, fragt der Direktor. Was muss ich denn da machen? Das kann ich euch sagen. An die Arbeit gehen. Wenn ihr nicht bald in die Hufe kommt, mache ich euch beide Herrschaften. Okay, okay. Ich mag alles morgens und hat Gold im Ja, das gilt auch für Sie, Cora. Sie sind ja immer noch nicht umgezogen. Ja, ja, ich mache ja schon. Morgen, Dr. Hagen. Morgen, meine Herren. Klaus, ich warte immer noch auf dein Berichtsheft. Liegt im Spind. Ich hol's gleich. Gut, bring's mir heute ins Büro, ja? Okay. Was vergessen? Sag mal, bist du mir heute nicht zugeteilt? Ja, ja. Was machen wir denn zuerst? Draußen gegen entmisten. Aha. Hast keinen leichten Stand als einziges Mädel unter so viel Burschen, ha? Huh? Ich steck was weg, wenn es drauf ankommt. Dein Hemd hängt draußen. Aha. Der darf dich betatschen, was? Ach, der macht ja auch nicht gleich so eine riesen Show wie du. Du, falls du auf die abgefahren bist, Vorsicht. Ach nee, warum denn? Ist nur ein freundschaftlicher Hinweis. Die hat es faustdick hinter den Ohren. Ach, du spinnst doch. Sieht nur so unschuldig aus. Ich weiß es. Die ist vorbestraft. So unschuldig wie die tut, ist die nämlich nicht. Bla, bla, bla. Du weißt mal wieder alles, ha? Sag mal, ist irgendwas? Sag mal, die Strauße bleiben wohl immer drin, wenn gereinigt wird? Ja, wenn es irgend geht, ja. Die haben momentan Brutzeiten, da sind sie ziemlich aggressiv. Wo ist das Straußengehege? Die beiden da, das sind wohl die Strauße. Die sehen aber gut aus. Die Strauße sind in ihrem Haus. Sie haben jetzt Brutzeit. Es kann gefährlich werden für die Pfleger, wenn sie ins Gehege gehen, wenn die Straußen drin sind. Jedenfalls während des Brutprozesses. Wir schauen nachher noch mal hierher. Okay. Ja. Wir gehen jetzt zu den Kodiakbären. Die kommen aus Alaska. Mache ich eigentlich irgendwas falsch? Nee. Wieso? Du bist so komisch. Was ist eigentlich los? Ach, da gehen so blöde Gerüchte um, dass du gesessen hast. Gesessen nicht, ich hab Bewährung gekriegt. Jetzt redest du wohl nicht mehr mit mir, was? Ach, Quatsch. Aber entsetzt bist du, hm? Auch nicht. Ich wollte halt nur wissen. Machen wir weiter. Ist
Lass die. Komm, dann geh raus. Ganz langsam raus. Komm. Shit. Ganz langsam. Plötzlich her, verdammt. Keine Ahnung. Irgendjemand muss das Tor aufgemacht haben. Sag mal, was du das, du Idiot! Na sowas, ich hatte euch gar nicht gesehen. Willst du nicht reingehen und die Geräte rausholen? Das kannst du ja machen, du Blödmann. Jeder Wärter ist für seine Geräte verantwortlich. Komm nachher besser nicht zum Frühstück in die Baracke. Das soll wohl eine Drohung sein, hä? So ist es. Was machen denn die Arbeitsgeräte im Straußengehege? Hab ich auch gerade beanstandet, Chef. Wenn ihr eure Gedanken nicht bei der Arbeit habt, gibt's Ärger, klar? Ja, das ist ja nur passiert, weil... Weil wir nicht aufgepasst haben. Komm nicht wieder vor. Darum möchte ich auch bitten. Ey, warum hast du ihm nicht gesagt, wie das passiert ist? Weil ich das lieber privat klären möchte. Ach, du spinnst doch. Hallo. Ja. Guten Tag. Mein Name ist Gilbert Mack. Ich komme wegen Ihrer Tochter, Saskia. Hat sie was ausgefressen? Wie? Nein. Gesine, komm mal. Hier ist jemand wegen Saskia. Ja? Sie wünschen? Guten Tag. Mein Name ist Gilbert Mack. Gesine Jungklar, ist angenehm. Das habe ich euch doch erklärt. Das ist der Modeschöpfer. Hallo. Ach, du ahnst es nicht. Ich habe gedacht, ich spinne. Dann kommen Sie doch bitte rein, Herr Mack. Vielen Dank. Trotzdem. Verschonen Sie meine Tochter mit Ihren unsittlichen Anträgen. Wir sind anständige Leute. Eben. Anständige Leute benehmen sich auch anständig. Kommen Sie doch bitte, Herr Mack. Saskia. Nehmen Sie Platz. Danke. Sie wollen mir doch nicht weismachen, dass das was Reelles ist. Das mit diesen Models. Dafür ist mir meine Tochter zu schade. Also, Hannes, du verwechselst da was. Ein Model bei Ihnen, Herr Mack. Das ist doch was ganz anderes als die Frauen, die sich da so in der Zeitung anbieten, oder? Oh ja, also mit Gewissheit. Also wirklich, da können Sie ganz beruhigt sein, Frau Jungklass. Es knallt gleich. Saskia soll die kaufmännische Lehre machen oder Arzthelferin werden oder sowas. Setzen Sie also keinen Floh ins Ohr. Nun findet sie aber keine Lehrstelle, Hannes. Darf ich Ihnen Kaffee anbieten, Herr Mack? Nein, danke. Und vergiss nicht, dass Herr Mack bei den Hagenbecks ein- und ausgeht. Und dein Vater spricht nur gut über sie. Der Sohn von Herrn Mack, der wächst sogar auf bei den Hagenbecks. Das hat Saskia mir erzählt. Ja, das stimmt. Aber ich weiß allerdings nicht, was es damit zu tun hat. Na ja. Tja, also. Ihre Tochter ist sehr begabt für diesen Beruf, Herr Jungklaas. Und außerdem ist sie genau der Typ, den ich brauche. Allerdings geht es auch in unserer Branche nicht ohne Ausbildung. Und die Kosten dafür werden vom Gehalt abgezogen. Aha. Ja, und was bleibt da so übrig? 2000 Mark im Monat. Hast du das gehört, Hannes? Ja, ja, ich bin ja nicht taub. Trotzdem, das ist kein Beruf für unsere Tochter. Ich hab da mal so eine Fernsehübertragung gesehen von so einer Modevorführung. Sowas sieht doch kein normaler Mensch an. Ach, Papi, es sind ja nicht alle so rückständig wie du. Ich komme nicht so her. Also, Herr Max. Mack. Ja, meinetwegen auch Mack. Das ist kein Milieu für meine Tochter. Man hört da so einiges. Außen hui und innen pfui. Lieber arm, aber anständig. Ach, du liebe Zeit, Herr. Also, ich bin da ganz anderer Meinung. Das macht nichts. Ich bin auch erziehungsberechtigt, nicht nur du. Berechtigt schon. Aber nicht in der Lage dazu. Hannes? Du gehst jetzt mal runter und bringst den Müll weg, bin ja? Bin ich für den Haushalt zuständig oder du? Für den Haushalt nicht, aber für den Müll. Na komm, geh schon. Na nun mach. Wann kann denn meine Tochter bei Ihnen anfangen? Ja, wie sie möchte, also morgen oder übermorgen. Also spätestens bräuchte ich sie in 2 Wochen zur Modeaufnahme auf Mallorca. Mallorca? Wow, da wollte ich immer schon mal hin. Toll.
Mhm. Wolltest du mich sprechen? Ja. Hat dein Bruder sich eigentlich noch mal gemeldet? Wegen des Kredits? Nein. Ich habe auch nicht damit gerechnet. Ich auch nicht. Aber weißt du, nachdem ich Christophs Standpunkt verstanden habe, habe ich ein bisschen nachgedacht. Und ich muss sagen, ich mache mir Sorgen, lieber Thomas. Sagtest du nicht kürzlich, dass deine Schwester Miriam an einem Verkauf ihrer Anteile interessiert ist? Interessiert ist zu viel gesagt. Sie leidet unter einem chronischen Geldmangel. Genau. Und das ist der springende Punkt. Warum übernimmst du eigentlich ihre Anteile nicht? Ich habe gar nicht das Geld dazu. Das Geld wäre kein Problem. Das kannst du von der Bank haben. Ja, aber warum sollte ich? Ich würde ganz woanders investieren, wenn ich das Geld hätte. Ja, aber ihr wollt doch, dass der Tierpark in der Familie bleibt. Ich finde das auch sehr vernünftig. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was passiert, wenn irgendeiner Miriam ein gutes Angebot macht? In Amerika zum Beispiel. Es gibt dort einen Haufen Anleger, die sich in einem solchen Tierpark alle 10 Finger lecken würden. Das würde Miriam niemals annehmen. Nicht ohne Mama vorher zu fragen. Man soll nie, nie sagen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist Miriam ziemlich unberechenbar. Im Augenblick jedenfalls. Ein amerikanischer Anleger. Christoph hat aber nicht so viel Angst wie vor Partnern, die seinen Tierpark in einen Vergnügungspark verwandeln. Du solltest darüber mal nachdenken. Schon im Interesse des Tierparks. Finde heraus, wo Miriam steckt und mache ein gutes Angebot. Ich weiß nicht. Denk drüber nach. Besprich dich mit Ingrid. Und denke auch an deinen Sohn. Er ist ja ein echter Hagenbeck. Und irgendwann erbt er ja mal alles von dir. Gut. Vielleicht hast du recht. Ich denke darüber nach. Schön. Wie man hört, soll ich an Strauß getreten haben, Klaus. Lange. Die können das Geflirte und Geschmuse nicht mehr. Die Strauße, da werden sie wild. Sag mal, laut Vorschrift darf das Straußengehege doch nur betreten werden, wenn die Tiere im Stall sind. Ja, stell dir vor, plötzlich waren sie aber draußen. Oh Gott, haben die beiden einen Schiss gehabt. Ach, da war doch noch was. Irgendjemand meinte, ich solle mich zum Frühstück nicht blicken lassen. Lass mich mal nachdenken. Wer war denn das nur? Richtig, das war ich. Also, worauf wartest du dann? Nur bis du zu Ende gefrühstückt hast. Hey, mach doch keinen Blödsinn, das bringt doch nur Ärger. Ich bin soweit. Dann lass uns mal hinters Haus gehen. Du hast den ersten Schlag. Klaus, ihr benehmt euch ja wie die Kinder. Ihr seid sehr zuvorkommend. Jetzt hör auf! Jetzt Klaus, hör doch auf! Na komm! Komm. Klaus, lass ihn noch in Ruhe! Das ist doch albern! Jetzt lass ihn in Ruhe! Och, mach zu! Noch mehr! So, dann wären wir uns ja einig. Jetzt fehlt nur noch die Unterschrift Ihres Mannes. Ach so. Ja. Hannes? Hannes? Ja? Wie siehst du denn aus? Ich habe den Keller aufgeräumt. Na, wunderbar. Hier, unterschreib doch mal. Bitteschön.
Das ist alles besprochen. Saskia gibt 500 Mark zu Hause ab. Und der Herr Mack, der kümmert sich ein bisschen um Sie, damit das Mädchen keinen Blödsinn macht. Aha. Er. Ja, ich, Herr Jungklaas. Also ich glaube, das wird nicht nötig sein. Ich kann schon auf mich selbst aufpassen. Jetzt unterschreibt er mal. Na schön. Auf deine Verantwortung. Ja, ja, ihr habt's geschafft. Macht er, was ihr wollt. Ich gehe wieder in meinen Keller. Vielleicht wirst du gleich mitfahren? Ja. Ich zeig dir die Studios. Schneiderei. Ja, gerne. Ja. Oh, danke. Damit das klar ist. Die 500 Mark, die du von Saskia kriegst, ziehe ich dir vom Wirtschaftsgeld ab. Mensch, Patz, das muss doch wohl jetzt nicht besprochen werden, oder? Dann kann ich mir nämlich endlich eine Werkstatt im Keller einrichten. Oh, ein andermal, ja? Herr Jungklaas? Es ist komisch, wissen Sie. Seit 18 Jahren lasse ich mir von dieser Frau Vorschriften machen. Woran das bloß liegt? Ah, ist die Liebe, Herr Jungklaas, die Liebe. Ist eine Himmelsmacht, die den Stärksten wehrlos macht. Na komm. Hallo, Miriam. Wie war der Flug? Du hast doch hoffentlich niemandem gesagt, dass ich hier bin. Nein, nein, wie besprochen. Obwohl es mir schwer gefallen ist, Mutter nicht zu sagen. Du weißt, sie macht sich große Sorgen. Ach, die macht sich doch immer Sorgen. Du, ich muss die 16-Uhr-Maschine nach Frankfurt erreichen. Was, du bleibst nicht? Nein, Sam wartet in Frankfurt auf mich. Miriam! Hey, Miriam, hallo! Warte doch, hey! Oh, das gibt's doch nicht. Bleib doch stehen! Miriam! Miriam! Warte doch! Miriam! Ah, Tobi! Tobi! Hallo! Ach, hallo! Tut mir leid, ja, für die Verspätung. Aber ich hatte wirklich noch zu tun. Ist schon okay. Wir sind auf dem Weg ins Studio. So, so? Saskia gehört jetzt zu meinem Nachwuchs. Komm, setz dich. Guten Tag, was darf ich bringen? Ja, Kaffee, du ja, auch? Gern. Ein Wasser bitte. Mhm. Möchtest du auch noch was? Nee, ich bin schon in den Startlöchern. Hey, Moment mal, wir wollten noch was besprechen. Was geht ganz fix? Ich fahre nicht mit nach Mallorca. Ende der Besprechung. Das ist aber schade. Wieso? Naja, Saskia fährt mit zu den Modeaufnahmen. Ach, und du denkst, wenn sie mitfährt, dann fahre ich auch mit? Ja. Und du denkst, das stimmt mich um? Ja. Okay, hast ja recht. Morgen, Herr Jucklas. Morgen, Frau Hagenbeck. Sind ja herrlich, die Rosen, hm? Ja, sind in diesem Jahr besonders schön. Warten Sie, ich bringe die alten mal weg. Danke. Und wachsen tun die wie wild. Frau Hagenbeck, ist Ihnen nicht gut? Ist schon gut, Susanne. Mein Magen spielt verrückt. Sie sehen ja auch ganz blass aus. Sylvia, ist was passiert? Hast du dir wehgetan? Ist nichts. Eine Magenverstimmung. Ich glaube, mir sind die Muscheln nicht bekommen. Es geht schon wieder. Wirklich? Wenn ich's dir sage. Vielen Dank, Susanne. Wo sind denn die Blumen? Oh, Fridolin, kannst du nicht Gras fressen?
Das ist ein Kerl. Was machst du denn hier? Ab in den Tierpark, los. Hepp, 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 hepp. Nun mach schon, du Storch. Unglaublich. Rosendieb. Voila. Danke. Also mir sind die ganz gut bekommen, die Muscheln. Ja, wir haben sie ja auch gut geschmeckt. Es geht ja schon wieder. Mach dir keine Sorgen. Hoffentlich ist nichts anderes. Susanne, bist du denn immer noch nicht mit der Treppe fertig? Sieh mal, wie das noch aussieht. Die Frau Hagenbeck bekommt ein Kind. Was? Woher willst du das wissen? Sie ist vorhin beinahe umgekippt. Schwindel, Übelkeit. Das Gefühl kenne ich bestens, Frau Haag. Quatsch, was du dir immer einredest. Du solltest Romane schreiben. Aber erst mal mach die Treppe fertig. Soll Emma leben, hoch soll Emma leben, dreimal hoch. Morgen, Emma. Und herzlichen Glückwunsch. Ach, jetzt hör doch endlich auf mit dem Unsinn, Frieda. Du weißt, ich mag das nicht. Hm. Tee oder Kaffee? Ach, ist mir egal. Was hat der Doktor gesagt? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Können leider nicht kommen. Ist schädlich. Das hat er mir noch auch verboten. Meines Erachtens verbietet er mir noch das Luftholen dieser Gute. Wir fahren in den Tierpark. Was, schon wieder? Was heißt hier schon wieder? Gestern waren wir nicht. Aber vorgestern. Na also. Das bleibt so. Gut, es bleibt so. Also ich mache mich jetzt an Saubermachen. Nein, Frau Burkhardt, du gehst jetzt nicht zum Saubermachen. Erst müssen wir noch deine wunderbare Tochter essen. Und dann fahren wir in den Tierpark. Ja. So, kein Trabbel hier. Komm gleich wieder, okay? Klaus? Ja? Komm noch mal her. Komme. Thank you.
Guten Morgen, die Damen. Guten Morgen. 50 Mal für Erwachsene. 50? Ja, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mal für Erwachsene. Danke. Das macht 650 D-Mark. Frieda, zahle mal. Guten Morgen. Dankeschön. Morgen, wir uns. Guten Morgen. Wieder zwei? Ja. Vielen Dank. Viel Spaß wünsche ich Ihnen. Danke. Du, jetzt hat sie wieder 50 gekauft. Und nur für sich und die Dame, die sie schiebt. Verstehst du das? Du, ich glaube, die ist... Ist mir auch recht, Alwin. Die Frage ist nur, ob wir das nicht mal dem Chef melden müssen. Wieso denn das? Dem Chef melden müssen wir nur, wenn jemand versucht, ohne Karte reinzukommen. Hast du auch wieder recht, Dieter. Ja, du hast ja vielleicht ein noch zu neu. Können wir jetzt endlich weitergehen? Nein, können wir nicht. Ja, es gibt ja noch was anderes als Esel. Papala, papala, papala. Oh, Cora! Frau Dahlsen, Sie sind hier auch wieder da. Ja. Guten Morgen, wie geht's? Danke, gut. Und hier ist mein Liebling. Komm, weil er genauso störrisch ist wie Sie. Der hat Charakter, der lässt sich nicht von Hinz und Kunst reinreden. Komm. Also ich muss jetzt wirklich auf die Toilette. Ach, das musst du hier ja immer. Kostet 30 Pfennige. Ja, die habe ich auch schon. Immer parat. Ich glaube, der ist satt. Ich fahre inzwischen weiter zu den Flamingos. Ach, Frau Dahlsen, da muss ich auch hin. Da kann ich Sie mitnehmen. Ja, prima. Bis morgen, mein Kleiner. Bis morgen. Tschüss. Emma, Martin, hat man dir nicht gesagt, hier ist Fischen verboten? Ja, sehr lustig. Ist zum Kotzen. Die Leute schmeißen immer ihren Müll hier rein, obwohl überall Papierkörbe stehen. Naja, du hast wenigstens was zu tun. Tschüss. Komm, Evita. Ja, Evita. Ja, wie geht's? Na, Cora, wie geht's dir? Gut. Und dir? Auch gut. Ist aber prima in Schuss. Gut sieht sie aus. So. Danke, Cora. Bitte. Ich will jetzt mal ein paar Wasserbrötchen machen. Sehen Sie mal, Cora. Ist das nicht schön? Ja, ja, doch. Das sind wunderschöne Vögel. Ich hab sie auch sehr gern. Na? Was ist denn jetzt? Ist ja gut. Ist ja gut, Mama. Ich geh aus dem Weg. Na, wunderbar. Tasche! Was ist denn da los? Tasche ist weg. Wo ist denn meine Tasche? Ich habe sie doch hier am Rollstuhl gehängt. Die Tasche, die hing doch hier am Rollstuhl, die Tasche. Was ist denn passiert? Haben Sie was verloren? Verloren. Die Tasche ist weg. Die ist bestimmt gestohlen worden. Frau Burkhardt, jetzt machen Sie bloß kein Theater. Die Tasche wird schon irgendwie finden. Cora, haben Sie die Tasche nicht gesehen, als Sie mich hierher gefahren haben? Ja, Cora. Hast du die Tasche nicht gesehen, als du sie hergefahren hast? Ja, ja, doch. Sie hing doch da. Die ist weg. Du weißt nicht zufällig, wo die Tasche geblieben ist? Die ist nämlich plötzlich verschwunden. Wo waren Sie denn vorher? Bei den Eseln. Klaus und Werner, ihr sucht bitte den ganzen Weg ab. Sie ist sicher nur runtergefallen. Und wenn ich Sie bitten könnte, bitte in mein Büro zu kommen. Wir besprechen da alles. Na ja. Das haben wir nur dir zu verdanken. Wie? Warum kannst du nicht besser deine Sachen aufpassen? Das hat mir immer die Schlamperei. Ja, ja, schon, aber nun machen Sie sich keine Vorwürfe. Sie haben Cora eine Chance gegeben und sie hat sie nicht genutzt. Herein.
mal, nehmen Sie bitte Platz. Sie wissen ja, was passiert ist. Ja, natürlich. Ich stand ja dabei. Wollen Sie sich dazu äußern? Nein. Nein? Wozu denn? Das Urteil steht doch sowieso schon fest. Bei mir nicht. Cora, ich möchte eigentlich davon ausgehen, dass keiner meiner Angestellten jemanden bestiehlt. Schon gar nicht eine alte Frau. Nur, wo ist die Tasche? Ich hab sie nicht. Cora, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie kommen morgen nicht zum Dienst, wenn Sie die Tasche gestohlen haben. Wenn Sie zum Dienst kommen, gehe ich davon aus, dass Sie ein reines Gewissen haben. Und dann glaube ich Ihnen auch. Sag mal, Cora, was ist denn los? Ah, blöde Frage. Bleib doch mal stehen. Sag mal, hab ich dich verdächtigt? Du hast genauso blöd geguckt wie all die anderen. Sag mal, hast du Papa eigentlich erzählt, dass ich jetzt doch mit Gilbert und Marlene nach Mallorca in Urlaub fliege? Hm, ich hab's ihm schon gesagt. Du bist ein Glückspilz. Nur für uns werden schwere Zeiten anbrechen. Was sollen wir jetzt ohne dich machen? Naja. Dafür lasse ich euch doch den Hund hier. Der wird schon für Trouble sorgen. Ach, ich nehme an, Tobi will nun doch mit nach Mallorca, weil da die Enkeltochter von Herrn Jungklaas mitfährt, ne? Nee. Ich will da mit, weil ich gerne schwimmen und tauchen will. Natürlich. Schwimmen und tauchen. Für Mädchen interessiert er sich doch noch gar nicht. Überhaupt nicht. Ja, da hast du recht. Sag mal, wo ist eigentlich Miriam? Miriam? Wieso Miriam? Naja, ich habe sie doch gesehen. Was? Ja, gestern, als ich auf meinen Vater wartete. Und das sagst du erst jetzt? Wieso ist das so wichtig? Also nur mal schön der Reihe nach. Du glaubst, du hast sie gesehen oder du weißt, du hast sie gesehen? Ich weiß, ich habe sie gesehen. Sie kam aus der Bank. Unter Olle Straten und Onkel Thomas haben sie zum Taxi gebracht. Das werden wir gleich haben. Hallo Ingrid, ist Thomas schon zu Hause? Gut, dann rufe ich in der Bank an. Danke, tschüss. Hagenbeck, Frau Müller-Kempf, kann ich bitte mal meinen Bruder sprechen? Können Sie ihn da nicht rausholen? Es ist ganz wichtig. Na gut. Das ist nur eine Besprechung. Die Sache gefällt mir nicht. Ich fahre da jetzt hin. Sag mal, Thomas, stimmt das, dass Miriam da ist? Christoph. Ja, schon. Warum? Warum? Warum sagst du uns das nicht? Die ist so witzig, Christoph. Was soll dieses Versteckspiel? Du hättest es auch in Kürze von mir erfahren. Sie hat uns ausdrücklich verboten, Mutter zu informieren, dass sie in Hamburg war. Das heißt wahr? Wo ist sie denn jetzt? Ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das stimmt doch was nicht. Ihr habt doch irgendwas. Habt ihr Miriams Anteile gekauft? Ah, daher weht der Wind. Sie wollte das. Sie brauchte Geld. Hast du sie gekauft? Nein. Das Bank aus Straten. Das ist doch eine große Schweinerei, Thomas. Miriam durfte das gar nicht und du weißt, dass sie das nicht durfte. Der Gesellschaftervertrag... Ja, ich weiß, was da steht. Aber das ist nur eine Absichtserklärung, kein Vertragsbestandteil. Das ist juristisch abgeklärt. Warum bringst du dich so auf? Gewiss, die Zweidrittel Mehrheit habt ihr jetzt nicht mehr, Mama und du. Aber mein Schwiegervater und ich wollten doch auch nur das Beste. Was wäre denn gewesen, wenn Miriam wegen ihres chronischen Geldmangels an Feinde irgendwelche Amerikaner verkauft hätte?
Dem mussten wir zuvorkommen, schon im Interesse des Tierparks. Komm, hör mit dem Geschwafel auf, Thomas. Das hat der Straten eingeredet. Dem geht's doch nur ums Geschäft. Der will den Tierpark in seine Hände bekommen. Du gehst ihm voll auf den Leim. Ich gratuliere dir. Stimmt es also? Ja, kein Zweifel. Thomas hat recht. Juristisch ist das nicht anfechtbar. Wenn ich das richtig sehe, fehlen Straten zur Mehrheit jetzt nur noch die Anteile, die Vater für meinen potenziellen Erben bestimmt hat. Ja, das siehst du vollkommen richtig. Vorausgesetzt, Thomas tut immer das, was Straten will. Aus seinem Verhalten kann man das nicht ausschließen. Ja, es scheint, dass du mit deinen Befürchtungen recht hattest, Mutter. Nur mal langsam, Christoph. Noch haben wir die Mehrheit. Thomas ist schließlich auch ein Hagenbeck. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich von Straten vor den Karren spannen lässt. Na, hoffentlich. Danke, Hagenbeck. Der feuert sie doch nicht ohne Grund. Woher willst du eigentlich wissen, dass sie überhaupt gefeuert wurde? Na, dann wär sie doch da, oder? Nur weil du verknallt bist und die will es nicht in deinen Kopf, dass sie klaut wie ein Rabe. Na, red doch, was du willst. Ich glaub's eben nicht. Guten Morgen, Herr Ritsche. Guten Morgen. Ist Cora zum Dienst erschienen? Nein. Nicht? Haben Sie was anderes erwartet? Eigentlich ja. Übrigens, den Umbau der Futterhalle müssen wir verschieben. Und das Krokodilhaus bei Pfull habe ich auch ein schöner Traum. Oje, wir brauchen die Halle aber dringend. Tja, ja. Julchen, was machst du denn hier? Was? Du hast die Tasche? Und du bist mehr einer. Sag mal, was bist du für ein Teufel? Hä? Aha, aha, du weißt, was du gemacht hast. Komm mal her, komm mal her. Ja, ja, komm mal her. Deinetwegen haben wir alle die Cora verdächtigt, weißt du das? So, gehst du da rein. Das kommt mir aber nicht mehr vor, Julchen. Weißt du, was du mir für Ärger angebracht hast? Ganz böse mit dir. So, hau ab. Wir sprechen uns noch, Julchen. Herr Ritsche. Wo war die denn? Na, wo wohl? Julchen wieder mal. Dann ist doch alles in Ordnung. Nee, in Ordnung ist gar nichts. Die Tasche ist wieder da, ja. Und Cora? Herr Ritsche, ich muss dringend mal weg. Hier, seht mal, die Tasche ist wieder da. Was? Wo war die jetzt? Na, Julchen hat sie mal wieder stibitzt. Na, wer hat denn jetzt recht gehabt? Cora.
hat sich alles aufgeklärt. Ein Schimpanse hat die Handtasche gestohlen. Aha. Was soll ich Ihnen jetzt um Hals fallen? Wir hatten doch vereinbart, dass Sie zum Dienst kommen, wenn Sie... Vereinbart haben wir überhaupt nichts. Sie haben mich vor diese Alternative gestellt, was noch lange nicht heißen muss, dass ich damit einverstanden bin. Cora, mir ist die ganze Sache äußerst unangenehm. Dass dieser blöde Verdacht überhaupt entstehen konnte. Ich meine, dass Sie zufälligerweise gerade in der Nähe waren, als... Jedenfalls tut es mir sehr leid. Wir alle haben Ihnen Unrecht getan. Ich auch. Aber jetzt, nachdem das Missverständnis aufgeklärt ist, sollten Sie zu Ihrer Arbeit zurückkehren. Sich Ihre guten Chancen nicht verbauen. Kein falscher Stolz, Cora. Wir brauchen Sie doch. Okay. Ich gehe mich umziehen und komme dann später. Ich freue mich. Stell dir vor, ich rufe bei Bernie an, höre im Hintergrund auch seine Funkmusik und Ingrid sagt, er sei nicht da. Wie findest du das? Und warum soll Ingrid nicht Funkmusik hören? Weil sie es nicht tut. Sie hasst Funk. Die war irgendwie komisch, die Ingrid. So patzig, weißt du? Weißt du, Toppi, es gibt im Moment einige Spannungen zwischen den Familien. Vielleicht liegt's daran. Du meinst wegen Miriam und der Geschäftsanteile? Genau. Sip macht sozusagen, das glaubst du doch wohl selber nicht. Was haben denn irgendwelche Geschäfte mit Bernie und mir zu tun? Ist sie nicht gut, Mama? Ich bin heute nicht gut drauf, du. Wenn du mit Mathe nicht klarkommst, vielleicht hilft der Christoph diesmal. Okay, vielleicht kommt Bernie auch noch. Wäre auch völlig idiotisch, wenn er verrückt spielt, nur weil zwischen seinem und meinem Vater Zoff ist. In welchem Jahrhundert leben wir denn? Guten Tag. Ja, guten Tag, die Damen. 50 Mal für Erwachsene. 50 Mal für Erwachsene? Ja. Spreche ich so undeutlich? Sag mal, muss ich mich eigentlich bei dir für irgendetwas entschuldigen? Nicht nötig. Aber irgendwas stimmt doch nicht, Cora. Du hast mich doch auch verdächtigt, oder? Cora? Ja? Ritschel braucht Hilfe bei den Pinguinen. Okay. Es wird schon wieder. Herr Hagenbeck. Die beiden alten Damen, Sie wissen schon, die mit den 50 Karten, die sitzen drüben in der Cafeteria. Die interessieren mich sehr. Tag. Hagenbeck, wenn ich mal kurz stören darf. Die Tasche ist wieder da. Ja, ja, ich weiß. Ich wollte mich dafür auch noch mal bei Ihnen entschuldigen. Was ich fragen wollte... Warum setzen Sie sich denn nicht? Ich weiß es nicht, auch wenn ich so aussehe. Wer sagt denn sowas? Frau Dalsum ist so. Ich betreue sie seit 30 Jahren und sie war immer so. Frieda, spanne deine Kommentare. Ja? Hören Sie? Ja, also was ich fragen wollte... Möchten Sie einen Kaffee? Nein, nein, danke. Oh, Fräulein. Fräulein, noch ein Kännchen Kaffee. Ist recht. Danke, Herr. Tag, Rita. Und einen Cognac. Recht. Vorsichtshalber. Sie sind also der Herr Hagenbeck. Ja, ich glaube schon. Ich will sowieso mit Ihnen reden. Sie kommen gerade richtig. Das freut mich. Aber erst will ich wissen, was Sie auf dem Herzen haben. Sie zahlen für 50 Personen Eintritt. Mhm, ja. Sind aber nur zwei. Ist das strafbar? Nein, das nicht. Nur ungewöhnlich. Natürlich sind wir auf Besucher angewiesen.
Die Stadt zahlt bekanntlich keine Subventionen und jede bezahlte Eintrittskarte. Na ja, also dann ist es ja gut. Und außerdem, das war heute zum letzten Mal. Die Frieda und ich, wir bekommen nämlich eine Jahreskarte. Eine Ehrenkarte. Von Ihnen. So. Ja, wenn Sie das sagen. Sie wissen wahrscheinlich nur noch nicht, warum. Sie möchten es aber gerne wissen. Ja, würde ich gerne. So. Danke. Bitte sehr. Zum Wohl. Danke. Ich mache nämlich eine Stiftung zugunsten des Tierparks. Eine Stiftung in Höhe von 1 Million. Na ja, sehen Sie, jetzt brauchen Sie den Cognac. Das sollten Sie sich vielleicht noch mal in Ruhe überlegen, Frau Dahlsen. Ja? Warum denn? Ich habe schon alles in die Wege geleitet. Morgen bin ich bei meinem Rechtsanwalt. Ja, und was Frau Dahlsen sich in den Kopf gesetzt hat, das macht sie. Merkst du was? Ja. Der Herr Direktor bezweifelt die Seriosität meines Angebotes. Stimmt das? Ja, man verschenkt ja normalerweise nicht einfach so 1 Million. Das war auch gar nicht so einfach. Es muss eine Menge passieren, bevor man zu so einem Entschluss kommt. Die Schenkung ist allerdings mit der Bedingung verbunden. Die Gelder sollen einzig und allein einer artgerechten Tierhaltung zugutekommen. Und ich muss gestehen, ich bin noch ziemlich verwirrt. Ich kann doch nicht einfach so viel Geld annehmen, für das Sie möglicherweise hart gearbeitet haben. Das habe ich. Oh ja, das habe ich. Ja, das hört sie wirklich. Soll ich es vielleicht mit ins Grab nehmen? Haben Sie denn keine Angehörigen? Das geht Sie gar nicht so. Das ist nämlich ein Kapitel für sich. Das Geld soll den Tieren zugutekommen und nicht Ihnen. Was soll also das Geziere? Fräulein, zahlen, Frieda, bezahle mal. 3 Kännchen Kaffee, 2 Kuchen und 1 Cognac. 27,80 Mark. Ja. Stimmt so? Ja? Stimmt so. Mhm. Danke sehr. Also, Frieda, zu den Eisbären. Ja, zu den Eisbären. Ja. Herr Hagenbeck, Sie hören von mir. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Danke, Daniel. War es schwierig? Herr Ritschel, die Dame im Rollstuhl, wie schätzen Sie die ein? Ja, kein leichtes Leben, behindert, kleine Rente. Lieber Herr Ritschel, da liegen Sie vollkommen falsch. Wieso? Die Dame hat mir soeben für unseren Tierpark 1 Million Mark geschickt. Was? Ja.